Heute gibt es bei mir eine schnelle Kartoffelpfanne. Dazu einfach ein bisschen Olivenöl in der Pfanne geben, eine kleine rote Zwiebel reingeben. Direkt hinterher eine halbe gelbe Paprika, ihr könnt auch grün oder rot nehmen. Und einmal kurz anbraten. Übrigens, in der Zwischenzeit habe ich Kartoffeln geschält und in Salzwasser gekocht. Nach 2-3 Minuten gebe ich dann die Zucchini dazu. Ebenfalls mit anbraten. Das Ganze würze ich mit etwas Salz, Pfeffer und Paprika. Und dann noch Oregano. So nach circa 5 Minuten können wir das Ganze mal beiseite stellen. Ihr nehmt euch einfach eine neue Pfanne, etwas Olivenöl hineingeben, dann die zuvor gekochten Kartoffeln hineingeben. Die habe ich, wie gesagt, im Salzwasser gekocht. Schön von allen Seiten etwas anrösten. Während die Kartoffeln schön goldgelb gebraten werden, machen wir schon mal eine Art Dip. Hier habe ich 150 Gramm Naturjoghurt. Gibt da eine Knoblauchzehe hinzu. Wer mag, kann auch zwei nehmen, aber eins reicht vollkommen. Dann etwas Dill. Schnibbel ich hier so ein bisschen rein. Ungefähr ein Esslöffel. Reicht vollkommen. 2 bis 3 Esslöffel Zitronensaft. Könnt ihr immer noch nach Geschmack hinterher nachwürzen. Salz und Pfeffer. Wer kein Dill mag, aber Dill ist eigentlich ganz lecker, kann auch statt Dill Petersilie nehmen. Der Dip ist so fertig. Den kann man super für Kartoffeln benutzen. Schmeckt super. Aber ich habe mich jetzt entschieden, noch einen Esslöffel Mayo reinzumachen. Auch sehr lecker. Der Dip kommt dann so lange in den Kühlschrank, bis ihr dann die Kartoffelpfanne servieren könnt. Wenn die Kartoffeln dann soweit einigermaßen goldgelb in der Pfanne gebraten sind, könnt ihr das Ganze mit Salz und Pfeffer würzen. Kartoffeln brauchen ordentlich Salz. Pfeffer. Und da hinein kommt dann das zuvor gebratene Gemüse. Ganz einfach und ganz easy. Und dann etwas geriebenen Käse hineingeben. Deckel drauf und Käse schmelzen lassen. Und ganz schnell habt ihr diese leckere Kartoffelpfanne gezaubert. Einfach mit dem Dip servieren und genießen. Ich hoffe, das schnelle Rezept hat euch gefallen. Wer mag, kann auch gerne einen Salat dazu servieren. Probiert doch mal mein neues Meal Prep Rezept aus. Verlinke ich euch gerne unter dem Video in den Kommentaren. Wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Bye bye. Und ich lasse mir es jetzt schmecken. Super lecker, super einfach.